dieser Villa leben unsere 5 Mädchen einen Monat lang ganz ohne ihre Eltern. Und die kommen heute am letzten Tag zu Besuch. Jetzt, wenn unsere Eltern kommen, natürlich freue ich mich auf meine Eltern. Aber das bedeutet auch so ein bisschen so irgendwie, dass alles vorbei ist. Das ist voll das komische Gefühl, jetzt zu wissen, dass wir morgen jetzt alle fahren. Das ist richtig komisch. Ich will ihn nicht wegmachen. Ja, ich glaube, ich würde das locker noch 4 Wochen. Nochmal 4 Wochen schaffen. Ja, aber das mit dir ja nicht. Die Mädchen wollen möglichst schnell mit den Partyvorbereitungen beginnen und treffen sich zum gemeinsamen Kochen in der Küche. Bei Eltern ist halt einfach was anderes und man will die auch so beeindrucken. Vor allen Dingen, wenn man 4 Wochen hier so alleine gelebt hat, will man auch so zeigen, ja, wir können jetzt schon irgendwie einiges auf die Beine stellen. Also wenn ich die Tür aufmache und meine Eltern jetzt davor stehen, weiß ich gar nicht, wie ich reagiere. Ich weiß es nicht, weil ich war noch nie irgendwie so lange jetzt von meinen ganzen besten Freunden und meinen Eltern oder so weg. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiere, wie meine Mutter reagiert, wie, keine Ahnung, mein Bruder, wie alle einfach reagieren. Ich weiß es ja nicht und deswegen bin ich auch voll gespannt darauf. Wenn ich meine Eltern sehe, dann fange ich an zu heulen. Ja? Ja, und wenn ich hier rausgehe, dann fange ich auch an zu heulen. Ich heule bestimmt auch. Ich weine immer. Egal, weißt du, wenn ich von der Klassenfahrt nach Hause komme, sehe ich meine Mama. Mama! Weinst du? Ja. Ja, weil ich mich dann immer so freue. Ich weiß nicht warum. Also, das wird ein ganz komisches Gefühl sein, wenn dann meine Familie und meine beste Freundin hier vor der Tür stehen. Und ich freue mich einfach total, sie wiederzusehen und ihnen das alles hier mal so zu zeigen, weil die das ja gar nicht kennen, wie ich hier gelebt habe. Die Mädchen sind sich einig. Die vergangenen 4 Wochen waren großartig. Sie genießen ihre letzte gemeinsame Zeit. Die Vorbereitung von der Party läuft gerade richtig aus dem Ruder. Natürlich haben wir uns wieder mit der Zeit ein bisschen verschätzt und haben das nicht alles so genau geplant wie vor jeder Feier hier oder vor jedem Aufräumen. Kurz gesagt, nichts ist fertig. Wir können unseren Eltern keinen Schock verpassen. Wir müssen schon noch ein bisschen aufräumen. Ja, das Zimmer von uns muss auf jeden Fall aufgeräumt werden. Mhm. Das Zimmer von uns. Die Küche ist nur das Problem. Immer wenn man was Neues kocht, ist wieder unordentlich. Wir müssen erst ganz am Schluss die Küche machen. Okay. Ja, komm, lass uns im Zimmer jetzt aufräumen. Ja, hier sieht's auch schön aus, ne? Mhm, sieht ganz okay aus. Oh mein Gott, ey, so können wir doch nicht leben, ey. Flaschen. Wir müssen jetzt versuchen, alles wegzuräumen. Wir tun es einfach auf dem Balkon und dann ist es erledigt. Und dann sagen wir einfach, die Tür geht nicht auf, die ist verklemmt. Das ist ein guter Plan, finde ich. Schokolade. Müsli. Ich habe reingefasst. Ey, wir müssen das Bett nach hinten schieben. Da ist überall Müll. Wir sind einfach zu spät dran und wir haben keine Zeit mehr, da irgendwas ordentlich zu machen. Aber ich hoffe, unsere Eltern sehen darüber hinweg und freuen sich dann doch, uns wiederzusehen. Ich pack das so hin, damit die den Schrank nicht öffnen können. Wir brauchen Duftspray. Duftspray! Oh, das ist ordentlich, war unser Zimmer noch nie. Ob für May noch Duftspray übrig bleibt? Denn auch Janni hat einen strengen Geruch im Haus bemerkt und kümmert sich ausgiebig um die Bekämpfung. Hilla, ist das doof! Die Partyvorbereitung haben wir irgendwie nicht im Griff, weil das Problem ist halt, dass es hier aussieht wie Sau. Aber egal! Das kann man sogar lesen. Ja, die Zeit läuft uns jetzt gerade auf jeden Fall weg, weil unsere Familie, die ist schon, glaube ich, in 10 Minuten oder so da und ich habe keine Ahnung, wir kriegen das einfach nicht gebacken und das ganze Zimmer ist durcheinander und das ganze Haus ist durcheinander, das Essen ist nicht fertig und scheiße. Komm mal her. Was ist? Und zwar müsstest du das da verstecken und das da. Und das einfach alles in den Nebenraum. Okay, das geht recht einfach. Merke,
Bei akuter Zeitnot ist Verstecken die sinnvollste und schnellste Alternative. Als ich die da versteckt habe, dann hatte ich irgendwie so gute Verstecke, fand ich. Und dann habe ich mir gedacht, findet doch sowieso niemand, die sind so gut und so schlau. Und dann nee, noch mal jemand sagen, dass ich nicht ordentlich bin. Stella, du hast ihn einfach reingeschissen. Was ist? Du hast ihn einfach reingeschissen. Nein, Mama. Die anderen haben sich da nicht so viel draus gemacht, glaube ich. Aber ich, alte Putzfee, habe mir dann wieder so ein paar Gedanken gemacht. Ah, was ist, wenn die das finden? Und das ist ja eigentlich gar nicht mein Ding, das irgendwo in die Ecke zu schieben. So, mein Job ist getan. Doch nach Party sieht es in der Mädchen-WG immer noch nicht aus. Wir hatten den Garten überhaupt nicht bedacht. Der Garten sah aus wie ein Garten und das sollte ja gar nicht aussehen wie ein Garten. Das sollte aussehen wie ein Partygelände und das war es halt einfach nicht. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ich finde schon, dass Deko sehr wichtig für eine Party ist, denn es verleiht dem allen noch so einen letzten Schliff. Wenn da irgendwie besonders viele Luftballons durch die Luft schweben, dann macht das einfach eine gute Stimmung und vermittelt das Gefühl von Party. Ja? Ich bin übertrieben aufgeregt. Das ist voll lustig, man ist aufgeregt wegen seinem wegen seinen Eltern so. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber nur ein bisschen. Vom Altenheim war ich nicht nervös, aber wegen meinen Eltern. Ich war richtig aufgeregt vor dem Wiedersehen, denn ich wusste ja nicht, ob die sich irgendwie verändert haben und wie wir uns wiedersehen, ob wir zum Arm werden oder sogar vielleicht weinen werden. Als ich dann meine Familie gesehen hatte, ging bei mir irgendwie alles schief. Ich musste sogar anfangen zu weinen, obwohl ich das irgendwie gar nicht gedacht hätte. Das fand ich so peinlich. Oh Gott, wieso weinst du? Ich meine doch gar nicht. Sie hat gesagt, sie weint nicht und sie weint doch. Nicht weinen. Ich weine gar nicht. Nein. Wollen wir reinkommen? Nee, sie müssen draußen verschimmeln. Kannst du mich ruhig duzen, ja, okay. Holger. Ja, nichts. Okay, hallo, Maya. Ja, hallo. Okay, soll ich dir erstmal das Haus zeigen? Ja, hallo. Hallo, Harry. Ich bin Laila. Janni, hi. Hey. So, hier sind wir aber nicht so oft. Das ist unser Esszimmer. Und hier war euer Essensraum. Ja, toll. Super. Und hier schön. Bist du 4 Wochen durch. Ja. Geil, ne? Ist schön, ne? Ja, echt super. Auch Jannis Familie erreicht die Mädchen-WG. Hi. Meine Mama kam dann wirklich in mein Haus, ja, meine Villa hier, mein Revier. Und das war dann ein bisschen so, sie hat sich dann erst umgeguckt und ich kenne mich halt voll aus und so und weiß über alles Bescheid, voll Checker und so. Und dann, sie kam dann so rein, okay, schön, schön, dass ich sie hier. Das Zimmer von May und mir. Wow. Ja, cool, ne? Alles selbst gestrichen. Weiblich. Sieht man. Also, wir haben alles selbst dekoriert. Die haben zum Glück nicht unter das Bett geschaut, aber es sah richtig ordentlich aus. Und meine Schwester hat zwar gesagt, dass man sieht, dass wir das selbst gemacht haben, aber sie hätte es selbst sowieso nicht besser geschafft. Aber ich glaube schon, dass sie recht stolz auf mich waren. Mit Balkon? Ja, aber da müsst ihr nicht rein. Doch, jetzt das, nein, nein, nein. Die Tür klemmt. Ja. Oh, ups. Da kommt man da nicht rein. Du kennst nein, das ist die Müllecke. Das ist die Müllecke, Holger. Komm. Ich zeig euch den Garten. Guck euch den Garten an. Das ist mein Zimmer, das Zimmer von Alina und Feli. Ja, Mann, wir haben halt ein bisschen gestrichen. Ja, Wahnsinn. Was ist denn hier gemacht? Gestrichen. Ja, man sieht's. Das Streichen nach dem Einzug der Mädels hatte nicht viel mit dem zu tun, was Eltern normalerweise unter Renovieren verstehen. Denn das Wichtigste dabei war der Spaß. Extrem poppig, ne? Ja, ich will übrigens mein Zimmer auch so streichen. Ja, auch so. Hier? Da ja. Sprechen wir dann auch mal drüber. Solange der Boden nicht so aussieht, ne? Ja, wir müssen halt ganz viel Plane kaufen. Oh, was macht ihr denn? Ich hab euch so vermisst. Gut, und ja? Als ich sie endlich wieder gesehen habe, ich bin so abgegangen, ich habe rumgeschrien und meine besten Freundinnen und mein Bruder und meine Mama und ich habe mich einfach so gefreut. Ich habe meine Mutter auch noch geweint und dann dachte ich nur so, oh, wie süß. Guck mal unsere Foto-Love-Story an. Oh, toll.
Was macht ihr da denn? Wieso seid ihr denn da so rot? Weil wir Vampire waren. Ah, oh, yes. Oh, schön. Oh mein Gott. Hallo. Oh, Mama. Hallo. Oh, ich hasse das, wenn Mama meine Mutter auch noch weint. Also bei meiner Mutter passiert das häufiger, sie ist sehr nah am Wasser gebaut, gerade was mich betrifft. Und bei meinem Vater habe ich mich gewundert. Das passiert eigentlich nicht so häufig, dass er da mal eine Träne im Auge hat. War ich richtig froh und ich muss direkt anfangen zu weinen, aber im Hinterkopf habe ich noch so gedacht, oh mein Gott, meine Eltern sind jetzt da, das heißt, meine Familie kommt, aber meine sozusagen zweite Familie geht wieder. Die Mädchen haben gemischte Gefühle, als sie die Eltern der anderen kennenlernen. Aber auf Anhieb verstehen sich alle Familien bestens. Gerade die Mütter scheinen ziemlich ähnlich drauf zu sein. Ja, und hier unten hast du da mal reingeguckt. Die Flaschen, oder? Die sollen mit verbrannt werden. Mülltrennung. Das darf niemand sehen. Bevor die Eltern aber zu neugierig werden, haben die Mädchen eine ganz besondere Aufgabe für sie. Wir hatten die tolle Idee, da wir das jetzt 4 Wochen lang gemacht haben, dass ihr alle jetzt mal unsere Hühner einsammeln könnt. Die Familien bekommen einen ersten Eindruck, was die Mädels in den letzten 4 Wochen geleistet haben. Mama, streng dich besser an, okay? Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie meine Mutter, mein Bruder und so hinter den Tieren hergelaufen sind. Und meine besten Freunde sind sogar am Busch gelaufen. Die waren irgendwie auf einmal verschwunden. Ich so, hä, wo sind die? Auf einmal kamen die wieder aus dem Busch mit einem Huhn und so. Und ich habe so gelacht. Das war einfach tierisch lustig. Das muss einen Applaus geben. Ich finde, ihr habt das hier echt im Griff. Ist doch, also ihr seid 5 Mädels, 4 Wochen in eurem Alter. Hätte keiner von uns Mamas das wahrscheinlich auch. Niemals. Nein. Doch das hält die Eltern nicht davon ab, ganz schnell wieder das Ruder in die Hand zu nehmen. Macht sie alles richtig? Nein, aber das Feuer liegt hier ein bisschen falsch. Ich weiß, nein, dann geht aus. Das muss aber erstmal richtig werden. Moment warten, das muss ein bisschen anglühen erstmal alles. Okay, gut. Die sind noch weiß. Ja. Die sollten so ein bisschen braun werden. Pack sie noch mal rein. So, ich mach noch mal ein bisschen was drauf, weil wir haben ziemlich viel Fleisch. Und so können wir dann alles nacheinander grillen. Ich war eigentlich schon hier, um eigenständig zu werden, aber ich glaube, jede von uns wird zu Hause wieder so ein bisschen Tochter sein. Kommen da noch mehr Gäste? Jungen Besuch. Felis Mutter ist neugierig. Wie viele Jungs kommen denn da? Nur 3. Es sind nur 3. Ach so. Ja. Ich dachte erst nur einer. Einer ist aber schon groß, ne? Ja. Das ist der 15. Das ist der Klaus. Auf der Domplatte haben die Mädchen Klaus und seine Freunde kennengelernt. Bei einer Hausparty hat es anschließend gefunkt. Jedenfalls bei Feli. Oh, das war richtig cool. Okay. Du weißt doch schon davon, oder? Ja. Ja. Ich hab schon mal was gehört, aber gesehen habe ich noch nichts. Hat Felix schon viel erzählt. Ja, so ein bisschen. Ne? Ich will ja nicht zu neugierig sein. Sie soll, wenn, dann ja freiwillig mir alles erzählen. Und die Mädchen erzählen gerne. Schnell fühlen sich alle Partygäste wohl und lassen sich die Leckereien schmecken. Ich glaube, meine Familie hat sich mit den anderen Familien richtig gut verstanden. Und ich weiß nicht, ich habe mir das gar nicht so gut vorgestellt, dass alles so gut harmoniert. Haben sich voll locker unterhalten, so wie es halt auf einer Party sein musste. Und das war halt total cool eigentlich. Umso cooler, dass die anfallende Hausarbeit plötzlich einfach so ohne Anstrengung gemacht wird. Schön, Marina, die Mutti sind da. Oh, gut, okay. Gott sei Dank. Ja. Jetzt dürfen sie mal wieder Kind sein. Natürlich wäre es ganz cool, erwachsen zu sein, aber ich glaube, jetzt nach der Zeit hier bin ich doch ganz froh, noch Kind zu sein. Ich bleibe lieber die nächsten 10 Jahre 12. Aber ich weiß jetzt mal zu schätzen, was sie zu Hause alles macht. Ja, wir müssen nichts machen. Ich vernehme es mit Wonne. Ja. Und bin gespannt.
gespannt, wie lange es anhält. Meinst du, eine Woche kriegen wir hin? Also eine Woche, alle Fälle, eine Woche ist drin. Also ich will nicht erwachsen werden. Also am besten wäre es, würde ich mit denen in der WG leben und meine Mutter würde ja auch leben und dann immer für uns alles sauber machen. Wieso können die so schnell abspülen? Ja. Wir haben so viel irgendwie immer 3 Tage. Ja. Ja, kommt hin, 3 Tage kommt hin. Gelernt ist gelernt. Auch den Blick für die verbotenen Ecken haben die Mütter leider nicht verlernt. Bettwäsche hier, oder was? Hier, wo? Die sind hier geschützt. Das ist neue Bettwäsche, wenn du mich fragst. Hier ist nicht dies. Das Bettwäsche? Nein, das ist kein Bettwäsche. Das ist ein Bettwäsche. Ja, ja. Und der ist neu und noch nie gewaschen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in den Keller gehen und da die Wäsche rauspicken, die da schon seit Wochen wirklich liegt. Und das war ein bisschen doof. Ihr Liebreize! Wer war denn hier die Waschfrau? Ja. Ah, da sind meine Socken! Und hier nagelneue Bettwäsche, was macht sie unten? Ist ganz neu. Die ist total neu, Mädels. Die habt ihr nie gewaschen und nie aufgezogen, aber in Dreck geschmissen. Das muss man schon waschen, Kinder. Also, ihr könnt das nicht so ungewaschen da liegen lassen. Nein, das geht nicht. Das ist Kunst. Wir haben kein Waschpulver mehr. Okay. Das können wir auch nicht spüren. Hättet ihr kaufen können. Am letzten Tag lohnt sich das doch nicht mehr. Ja. Aber durchwaschen? Ja. Okay. Nein, nicht ins Chlorwasser. Das stinkt doch und so. Und naja, unsere Eltern halt. Ja, genau wie wir. Wir würden das, glaube ich, auch machen. Obwohl, wir wären wahrscheinlich noch nicht mal so dreist. Frisch umgezogen erzählen die Mädchen ihren Eltern von ihrer Zeit in der WG. Mit all ihren Höhen und Tiefen. Janni, wirst du morgen traurig sein, wenn du gehen wirst, oder froh? Ja, also ich glaube, ich werde eher traurig sein als froh, weil ich würde es jetzt locker, glaube ich, noch 4 Wochen durchhalten hier. Weil jetzt habe ich euch ja mal wieder einen Tag gesehen und so. Und, dann und das reicht, oder? Ja. Das ist ja ein Ding. Wie kamst du eigentlich mit den anderen Mädchen klar? Ich meine, ganz ehrlich, so anstrengend wie du bist. Du bist anstrengend, erstens, okay? Nein, Sie kam sehr gut mit mir klar. Sie lieben mich, ich liebe sie. Ja, ja. Ja! Ach komm. Ja. Sie wollten nur nicht von dir fertig gemacht werden. Sie konnten ja nicht mehr die Chance, was zu sagen. Die reden auch viel, okay? Und ich kann auch gut zuhören. Denn wenn Alina mich angemeckert hat, war ich auch ruhig. Ja. Ja, weil ich nicht geputzt habe. Gab's viele Streitereien? Es gab nur 2 Streits. Also okay, zwischen Hila und Mame, aber so große Streits gab's eigentlich nur 2. Worum ging das da? Das war irgendwie wegen Missverständnissen, weil das bei uns so war, wenn man Streit mit irgendjemand hatte, oder nicht Streit, sondern wenn man irgendjemand irgendwas Dummes gemacht hat, hat man sich so hinterm Rücken aufgeregt, kennt glaube ich jeder, und hat nicht mit der Person darüber geredet. Direkt geredet. Genau. Ah, ja. Und hat dann mit den anderen immer darüber geredet und so, dann kam es halt so rüber wie lästern und dann gab es halt immer so eine Streiterei. Ja, und die ganze Zeit hier, was hat das so für dich selbst gebracht? Zum Beispiel habe ich am Anfang, als ich noch zu Hause war, habe ich so gedacht, dass das bisschen Haushalt, was Mama immer macht, das mit dem Fensterputzen, Wäsche waschen und abspülen. Sie hat das immer allein gemacht und hat das immer so schnell bekommen. Seitdem ich hier bin, kriegen wir das zu 5 noch nicht mal geregelt. Und ja, jetzt weiß ich auch, dass ich zu Hause vielleicht ein bisschen mehr anpacken sollte, was Haushalt betrifft. Es war so eine schöne Zeit, wir haben so viel miteinander erlebt. Und ich habe mich so gut mit den Mädels angefreundet. Mhm. Und, oh Gott. Abschied, ne? Ja. Oh. Tolle Erfahrung, oder? Hier, das war so intensiv und ohne Eltern und es war einfach ein Erlebnis, das du in deinem Leben nur einmal hast. Also wirst du die anderen nicht vergessen. Ich glaube, sowas wie das, was ich hier erlebt habe, werde ich nie wieder mein Leben erleben. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, das kommt nie wieder. Sowas gibt es meistens nur einmal, so ein Wunder. Ich kann schon
sagen, dass es die coolsten 4 Wochen meines Lebens waren, denn wir hatten hier so viel Spaß und wir haben uns miteinander entwickelt. Also wir haben den ersten Schritt zum Erwachsenwerden zusammen betätigt und das gibt's halt einmal nur, das gibt's halt nur einmal und oh, ich mag die einfach so gern. 1, 2, 3, Menschen! Ich finde, dass es vorbei ist. Wir müssen uns unbedingt treffen. Wir müssen in Kontakt bleiben. Wir müssen direkt telefonieren, wenn wir wieder zu Hause sind. Und jedes Jahr sind wir hier. Und in jedem Jahr treffen wir uns hier. Dann lass uns unsere letzte Nacht genießen und träumen. Dann lass uns alle mal kuscheln. Genau, das letzte Mal, wo Jani das Licht ausmacht. Am nächsten Morgen fällt den Mädchen ihr letztes gemeinsames Frühstück nicht leicht. Der gestrige Besuch der Eltern hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Meine Mutter hat sich nur gefragt, wie wir es geschafft haben, hier 4 Wochen zu überleben und so zu wohnen. Zum Glück war es gestern sauber. Meine Mutter so, naja, eigentlich dachte ich, das wäre schlimmer, ne? Meine Mutter meinte, jetzt kannst du ja zu Hause auch immer waschen. Nein. Nein, Mama, nein. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen zu Hause bei Mama und einer WG, würde ich mich, glaube ich, für zu Hause bei Mama entscheiden. Man muss so viel aufräumen und putzen und das ist echt das Schlimmste. Und deshalb will ich lieber Kind bleiben. Wir wissen jetzt, wie schwer Haushalt ist, aber dadurch haben wir erst recht keinen Bock, das zu Hause zu machen. Auch zum Packen haben die Mädels so gar keinen Bock. Sie fürchten sich vor dem Abschied. Es kommt mir so vor, als wären wir gestern erst hierher gekommen und jetzt müssen wir wieder alles einsortieren und dann gehen. Es fühlt sich einfach voll komisch an. Noch vor einem Monat kannten sich unsere Mädchen nicht. Jetzt verlassen sie die WG als Freundinnen. Allen ist klar, das wird kein Abschied für immer sein. Bei mir an. Nein, ich will jetzt auch nicht weinen, okay? Oh Mann. Oh, du weinst, Jani! Oh Gott! Es ist traurig, dass jetzt alles vorbei ist, weil wir hatten ja echt schöne 4 Wochen und wir haben so viel erlebt und hatten unsere Höhen und Tiefen und wir haben echt einiges durchgemacht und wir sind wie Schwestern geworden. Das sind 4 Mädels, auf die ich mich einfach jede Zeit verlassen kann und mit der ich eine super Zeit erlebt habe und das ist einfach ein schönes Gefühl. Tschüss! Tschüss! Mach's gut! Also ich muss schon ehrlich sagen, dass es die geilste Zeit in meinem Leben war, weil ich noch nie so viel in so kurzer Zeit gemacht habe und besonders die Mädels. Ich werde dich voll vermissen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich mag die Mädchen halt so gern und die waren halt so lustig und das sind irgendwie wie so Schwestern gewesen und das wird mir wahrscheinlich sehr fehlen. Am meisten vermissen werde ich, glaube ich, den Tag mit ihnen zu erleben. Also in der Früh gemeinsam aufwachen, jeden Tag gemeinsam zu essen und jeden Tag was zu lachen haben. Ich werde den Monat in Erinnerung halten als Geistermonat ever.